Auf eine Tasse Kaffee mit Jan Schmiedl. Dein Podcast mit alltagstauglichen Tipps und Impulsen für dein persönliches Wachstum. Darum wirst du scheitern. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan mit seinem Kaffee. Wie du vielleicht an meiner Stimme hörst, bin ich noch nicht so ganz fit. Mich hat es ja in der letzten Woche erwischt und naja, ich mache das Beste raus und trinke jetzt gerade einen schönen Kaffee und der restliche Zeit halt meinen Tee. Ja, darum wirst du scheitern. Ein bisschen provokant, ich weiß. Aber weißt du, heutzutage, Anführungsstriche unten, muss, Anführungsstriche oben, ja, Anführungsstriche unten, alles Anführungsstriche oben, Anführungsstriche unten, immer, Anführungsstriche oben, alles ganz schnell vergehen. Also, ne, heutzutage muss ja immer alles ganz schnell gehen. Und den Satz kann ich gar nicht richtig aussprechen, ohne dass diese Anführungsstriche, ja, mit reinbringe, um einfach auch mal zu zeigen, was das überhaupt dieser Satz aussagt. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe es immer wieder, ja, dass wir unsere Terminkalender randvoll packen. Wie schaut dein Terminkalender aus? Ich merk's, ne? Ich bin noch nicht so ganz fit. Ne? Ja, und wenn wir alle nie arbeiten, dann haben wir Freizeitstress. Ja, das ist so ein Wort, ne? Das ist gern lustig ausgesprochen. Aber Freizeitstress, das hat schon einen ernsten Hintergrund, oder? Ja. Und dann treffe ich auf jeden Fall Menschen, die ganz schnell ihre Ziele erreichen wollen. Am besten so nach 2 bis 4 Sitzungen. Oder Firmen, die wollen, dass man, ja, in ein paar Workshops ihre Mitarbeiter einnordet. Kleines Augenzwinkern, gerne in Konzern genommen. Ja, was fällt dir vielleicht noch ein zu diesen Beispielen? Also mir fällt, klar, die 5, 8, 10 Schritte zum Erfolg, die sind auch schön. Ja, also wenn du diese und jene Erfolgsformel anwendest, ja dann, echt jetzt, denke ich mir dabei immer. Hast du dich heute schon mal im Spiegel betrachtet? Wenn ja, wen oder was hast du da gesehen? Wenn auf die Frage, was jetzt eine Antwort in dir hochgekommen ist, gebe ich dir den dringenden Impuls, wenigstens mal zu einem Coach zu gehen und mit dem zu reden. Ja. Also, wen hast du dort gesehen? Na klar, einen Menschen hast du dort gesehen. Eine Tatsache, die anscheinend immer mehr vergessen wird. Du bist ein Mensch. Du bist ein Teil der Natur. Du bist keine Maschine, die man eben umprogrammieren kann. Wenn du deine Ziele erreichen willst, ist die Info, dass du ein Mensch bist, sehr bedeutend. Denn Menschen sind Gewohnheitstiere. In deinem Leben haben sich im Laufe der Zeit unterschiedlichste Routinen etabliert, die das oder dein Leben ja einfacher machen sollen. Und einmal in so einem Trott verfallen, da ist es echt schwer, diesen wieder zu verlassen. Eigene Verhaltensmuster zu ändern, braucht Zeit und ein starkes Warum. Kleines Geheimnis. Sogar Gehirnwäsche funktioniert nicht nach ein paar Tagen. Und die haben echte Psychoprofis entwickelt in Extremsituationen. Möglichst schnell, möglichst alles auf einmal ist nicht die beste Strategie, wenn du versuchst, dein Verhalten zu ändern. Denn du bist ein Mensch und kein Computer, der ja eben so ein Software-Update bekommt.
Du wirst scheitern, wenn du so eine Strategie verfolgst. Alles braucht seine Zeit. Genauso wie in unserer postmodernen Gesellschaft mit ihrer tollen Technik und wunderbaren Medizin eine Erkältung eine Woche dauert, mit der Einnahme von Medikamenten 7 Tage. In dem Sinne, schenk dir deine Zeit und lebe dein Warum. Erst dann wirst du erfolgreich sein. Komm gut in deinen Tag.